Ja. Professor! Nein, Andrew. Nein, Dr. Schrader. Wie konnte das nur geschehen? Wie furchtbar, Professor. Glauben Sie, dass Dr. Schrader von der Schatulle der Pandora? Ich weiß es nicht, Luke. Aber das muss warten. Zuerst müssen wir die Polizei verständigen. Natürlich, Professor. Oh, was ist denn das? Eine Zugfahrkarte für den Molentary Express. Aber schauen Sie nur, es steht gar kein Reiseziel darauf. Wie eigenartig. Haben Sie je eine Fahrkarte gesehen, auf der kein Ziel geschrieben stand? Das ist in der Tat äußerst merkwürdig. Genauso merkwürdig, dass ich den Part anfange, ohne zu reden. Willkommen zurück hier zu Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir sind jetzt bei Dr. Schrader in der Wohnung, haben ihn erstmal leblos vorgefunden und ein Ticket gefunden. Fahrkarte ins Ungewisse. In Dr. Schraders Wohnung fand sich eine Zugfahrkarte, auf der kein Ziel geschrieben steht. Sie scheint für den Molentary Express zu sein. Doch wohin führt die Reise mit dieser Fahrkarte? Finden wir raus. Victor. Das ist doch... Inspektor Chalmy, Scotland Yard. Sie haben also die Leiche entdeckt? Luke, lass ihn los! Finger weg, du lausche Weg! Luke, das ist dein Gesicht! Lass ihn los! Luke, hör zu! Oh je, sein Gesicht! Es lässt sich gar nicht... Das ist der echte Inspektor. Du frecher Lümmel! Was zerrst du an meinem Gesicht herum wie ein Klammeraffe? Erfahrung, würde ich sagen. Verzeihen Sie, Herr Inspektor. Ich dachte, dass es wieder eine Verkleidung wäre. Was faselt der Bengel da? Die Jugend von heute hat wirklich keinen Sinn mehr für Anstand. Bitte verzeihen Sie den Vorfall. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Herschel Layton. Ich bin Professor der Archäologie an der Gressenheller Universität. Und ich bin Luke, sein Lehrling. Das ist doch... Was halten Sie sich denn so einen Dreikäse hoch als Lehrling, hä? Das ist ein Missverständnis. Er ist eigentlich bloß... Professor Laytons Lehrling, wie ich schon sagte. Sagt man heute eigentlich nicht mal mehr, fällt mir halt einfach mal so auf jetzt, mittlerweile. Weil Lehrling ist ja eigentlich Azubi und das ist mir gar nicht klar gewesen eigentlich die ganzen Jahre. Und das ist doch ein bisschen jung für einen Azubi, das stimmt. Wann werde ich denn endlich los? Na, im Grunde ist mir das auch völlig einerlei. Genau, mir auch. Schauen wir uns lieber mal den Ort des Verbrechens an. Gehen Sie aus dem Weg. Aber bitte, Luke, kein Wort über die Fahrkarte, ja? Verstanden, Professor. Was hat sich hier zugetragen? Meuchelmord? Oder hat das Opfer gar selbst die Tat verübt? Herr Inspektor, als Luke und ich hier eintrafen, war die Wohnungstür abgesperrt. Aha. Diese Tür, der einzige Zugang zur Wohnung im 8. Stock, war also fest verriegelt. Ganz schön sportlich, 8. Stock. Die sind ja die ganze Zeit hochgelaufen, ne? Ah gut, der Schrader muss auch täglich da hoch, also das ist nicht ohne. Also ich gehe ja täglich 13 Stockwerke auf der Arbeit. Das ist schon, ja. Ganz unfit sollte man da nicht sein. Bin ich ja, deswegen mache ich es ja. Das heißt, der Doktor hatte sich hier völlig vom Rest der Welt zurückgezogen, ja. Somit, ja, das ist es. Kein Zweifel. Der alte Kauz muss einem Herzanfall erlegen sein. Was? Wie kommen Sie denn darauf?
Denk mal nach, mein Junge. Was für eine Erklärung soll es denn sonst geben? Herr Inspektor, es stimmt, dass die Wohnung im 8. Stock liegt und fest abgeschlossen war. Aber das heißt keinesfalls, dass sich niemand hätte Zugang verschaffen können. Ach nein. Dann erzählen Sie doch mal. Was glaubt der Schelm eigentlich, wie der Layton da reingekommen ist? Ganz einfach. Wir haben ein wichtiges Detail an diesem Tatort übersehen. Deine Mutter, was? Bitte? Es befindet sich quasi genau vor ihrer Nase. Ich bringe diesen Spruch deutlich zu häufig, merke ich hier. Pah! Ihr Akademiker glaubt doch, dass ihr die Weisheit mit Löffeln gefressen habt. Der Satz auf Englisch funktioniert übrigens auch super. He ate the wisdom with spoons. Das klingt richtig geil. Heutzutage will wohl wirklich jeder Hinz- und Kunstkommissar spielen. Ja, auch Til Schweiger. Tatort. Papalapap. Todesursache war Herzversagen. Und dort sehen Sie den Täter. Deine Mutter, nein. Ich hör auf. Dieses Skelett? Es handelt sich um ein Modell eines Kronosaurus, wie mir scheint. Von mir aus. Diese Drachenfratze würde jeden das Fürchten lehren. Folgendes hat sich abgespielt. Als der Alte das Licht einschaltete, da glotzte ihn das Knochenvieh an. Klappe zu, Lichter aus. Aber Dr. Schrader wohnte doch hier. Wieso sollte sein eigenes Modell ihn so erschrecken? Im Alter spielt das Gedächtnis eben nicht mehr so ganz mit. Nur davon verstehst du nichts, mein Kleiner. Naja, vielleicht haben sie recht. Die Sache will mir wirklich nicht einleuchten. Die Klappe ist ja auch zu und die Lichter sind aus. Hat der Shelby doch gerade selber gesagt. Da kann nichts einleuchten. Ich halte mich mit meinen Kommentaren zurück. Nun denn, mein lieber Leutsam. Layton, was ist denn Ihre gebildete Meinung dazu? Den muss ich mir mal aufschreiben, den Namen. Leutsam. Ich werde ihn von jetzt an erstmal ein bisschen Leutsam nennen. So oft, wie ich es eben nicht vergesse. Ich will Ihre Vermutung gewiss nicht leichtfertig von der Hand weisen. Allerdings war das Licht aus, als wir den Raum betraten. Wir müssen also eine andere Erklärung suchen. Ach, müssen wir das? Unbedingt. Schauen Sie sich doch einmal um, Herr Inspektor. Fällt Ihnen nichts Ungewöhnliches auf? Was meinen Sie, Professor? Schau dir dieses Zimmer genau an, Luke. Ich bin ganz sicher, dass du es auch bemerken wirst. Ja, das ist das vierte Rätsel. Haben wir das dritte gehabt? Ja, das dritte war das Türrätsel, ja. Alles okay. Ja, der Hase buddelt hier wieder wie wild auf. Du bist am Boden angekommen, Mensch. Buddel doch wenigstens das Streu weg und nicht die Wanne, die du nicht wegbuddeln kannst. Die Fenster am 8. Stock, die Tür fest verschlossen. Was? Die Fenster am 8. Stock, die Tür fest verschlossen. Der erste Nebensatz ergibt für mich keinen Sinn, aber was soll's. Dieser Tatort gibt Rätsel auf. Lediglich ein kleines verdächtiges Detail gibt einen Hinweis darauf, was sich hier abgespielt hat. Sieh dich im Zimmer um und finde dieses verdächtige Detail. Hast du es gefunden, zeichne mit dem Touchpad einen Kreis darum und berühre Antwort. Der Kreis darf nur ein einziges Objekt umschließen. Ja, hier können wir uns jetzt hier ein bisschen bewegen. Ich glaube, 4 Ansichten gibt es. Ja, genau. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, oder mich erinnert, besser gesagt, man kann ja auch einfach mit einem Button die Texte skippen. Also zum Beispiel mit dem A-Button. Und den habe ich jetzt auf meiner Tastatur auf die Taste A gelegt und jetzt skippe ich damit. Dann muss ich halt nicht die ganze Zeit die Maus im Bild haben, sondern nur in den Rätseln. Das ist ein bisschen angenehmer. So, und zwar müssen wir in dieses nette Bildchen hier, denn hier befindet sich eine abgerissene Gardine und die verrät den Täter. Jetzt bin ich dran. Das war viel zu leicht. Ich denke, die meisten Rätsel werde ich noch in irgendeiner Form im Kopf haben, gerade so wegweisende Sachen, aber ich denke, ich werde auch noch mal ein bisschen ins Grübeln kommen in diesem Replay. Da bin ich mir absolut sicher. Gut gemacht, Adlerauge. Irgendwer hat diesen Vorgang einfach abgerissen. Was mag hier geschehen sein? Das kannst du jetzt der Shelmy sagen, der Meisterinspektor. Aber natürlich, der Vorhang an diesem Fenster wurde abgerissen. Ja, das stimmt wohl. Aber was hat das mit meinem Tatort zu tun?
sich durch das Fenster davongemacht. Und das war ohne Zweifel unser Täter. Sehr scharfsinnig beobachtet. Gut gemacht, mein Junge. Jetzt ist der Hase ernsthaft in der kleinen Box drin, in den wir die Wäscheklammern reinschmeißen, wenn eben gerade keine Wäsche hängt. Der passt auch gerade so rein. Man sieht ihn im Hintergrund, glaube ich, so ein bisschen. Da, so. Da, da, da läuft er gerade. Okay. Spurensuche ist... Ja, natürlich. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Gar nicht wahr. Psst, Luke, hör zu. Ich glaube nicht, dass uns der gute Inspektor eine große Hilfe sein wird. Wie wär's, wir stellen unsere eigenen Nachforschungen an? Oh, Professor, sehen Sie das? Dr. Schrader hält etwas in der Hand. Das ist ein altes Foto, aber es wurde in 1000 Stücke gerissen. Ich kann nichts darauf erkennen. Wird noch eine Rolle spielen. Das zerrissene Foto. In den Händen des verblichenen Doktors wurde ein Foto gefunden, das in einzelne Schnipsel zerrissen wurde. So lässt sich nichts darauf erkennen. Was könnte es mit diesem Foto auf sich haben? Was könnte da zu sehen sein? Schade, ich dachte, man könnte es mal größer sehen. Wäre ganz cool gewesen. Was soll das, Mann? Sie können doch nicht einfach Indizien am Tatort begrapschen. Was ist das überhaupt, hä? Na, ist doch egal. Das Ding ist beschlagnahmt. Und sie beide verschwinden jetzt, klar? Zerrissenes Foto erhalten. Doch Inspektor Jamie hat es konfisziert. Aber wir waren doch noch gar nicht fertig. Zu spät. Dr. Schrader schrieb zwar, dass er die Schatulle der Pandora in seinen Besitz bringen konnte. Aber hier ist nichts zu finden, das wie eine solche Schatulle aussieht. Ob er wegen der Schatulle umgebracht wurde? Das ist sehr gut möglich. Aber im Moment können wir nur mutmaßen. Ich bin aber überzeugt, dass wir bereits einen wichtigen Hinweis gefunden haben. Die Fahrkarte. Sie meinen also, wir können beide auf ihr mitfahren? Ja, Luke. Vielleicht. Ich finde, wir sollten selbst einmal die Fahrt in diesem Zug wagen. In welchem Wagen denn? Okay, sorry. Wo ist die Schatulle? Es gelang jemandem, die Schatulle aus Dr. Schraders Besitz zu stehlen, ohne auch nur einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. Wer könnte der Dieb nur sein? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Glauben Sie, dass wir auf die Wahrheit über die Schatulle und den armen Dr. Schrader stoßen? Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das aufgeklärt wird, wer da die Schatulle wohl gestohlen hat. Ich weiß es nicht. Sie wurde auf jeden Fall gestohlen, das stimmt. Es scheint, als hätte Dr. Schrader uns absichtlich auf den Molentary Express hinweisen wollen. Es ist klar, wie gutes Teewasser, Luke. Dieser Zug wird uns zu der Rätselslösung führen. Und so verließen Professor Layton und Luke die Stadt auf eisernen Gleisen ins Ungewisse, einem finsteren Geheimnis entgegen. Jo, warum nicht? Speichern wir mal. Kapitel 1, der legendäre Molentary Express. Kommt jetzt nochmal die Szene, oder wie war das? Nee, wir sind jetzt schon im Molentary Express, okay. Schauen Sie nur, Professor! All der Luxus und die edle Einrichtung! Haha, allerdings, Luke. Dieses Abteil strahlt nur so vor Prunk und Eleganz. Dass der Rest des Zuges unserer Bleibe in nichts nachsteht. Wollen wir uns ein wenig umsehen? Aber auf jeden Fall wollen wir das. Erstmal ein paar Hinweismünzen snaggen hier. Ich glaube, da bei dem Tee ist ein Rätsel. Ach nee, hier ist eins der coolsten Rätsel aus Professor Layton. Na? Das habe ich schon immer richtig hart gefeiert. Sieh nur, Luke, dein Koffer steht sperrangelweit offen und all deine Sachen liegen auf den Sitzen. Oh, sie haben ja recht. Willst du nicht ein wenig aufräumen, bevor wir den Zug besichtigen? Wahrscheinlich nicht, es ist ein Kind. 30 Bigerad für Luke's Koffer, Rätsel Nummer 5.
Lukes Habe ist wahllos verstreut und muss ordentlich im Koffer verstaut werden. Warum? Kann auch ruhig rumliegen bleiben. Die hat wieder richtig Spaß da hinten. Bewege Lukes Besitztümer mit Hilfe des Touchpads und gib Acht, dass... Ich bräuchte irgendwie so eine Acht, die ich einfach mal geben könnte. Dass kein Teil von einem anderen überdeckt wird, da sich der Koffer sonst nicht schließen lässt. Der sieht aber eigentlich relativ hoch aus. Wenn du alles fertig verstaut hast, berühre Antwort. Ich fand das halt damals schon immer richtig, richtig geil. Ich habe keine Ahnung mehr von der Lösung, aber... Ich liebe dieses Rätsel. Ich finde das einfach nur cool. Es macht einfach nur Bock. Wenn man es kann. Ich kann es nicht. Also es wird alles perfekt ineinander passen. Das kann man schon mal sagen. Okay, da sollte vielleicht dann die Pfanne hin. Haben wir denn noch eine Lücke, sag mal? Da unten. Okay, okay. Vielleicht so, nein, nein, nein. Das kann jetzt was dauern, aber wie gesagt, ich feiere das Rätsel einfach nur. Das ist vielleicht nicht. Ja, das ist da oben noch Platz? Ja, da ist noch Platz, okay. Ich kann mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern, wie die Lösung aussah. Das Ding ist aber, meine ich, eigentlich eher irgendwo in der Mitte angeordnet. Ich bastle einfach mal ein bisschen. Tja, schade. Fast. Hätte ja klappen können. Der blöde Teddy, ey. Das hier so gut ist, weiß ich auch gar nicht. Wir könnten aber vielleicht irgendwie auch das mal in die Ecke drängen. Das ändert eigentlich gar nichts. Aber egal. Wir könnten das alles ein bisschen enger verstauen, aber ich weiß ja, dass die Lösung nicht mehr so aussah. Bin ich mir eigentlich, ja gut, wir können das zum Beispiel auch gar nicht mehr irgendwo unterbringen, weil das zu hoch ist. Also so sah das mit Sicherheit nicht aus. Ich meine, die Pfanne unten links war schon nicht schlecht. Ich packe sie mal oben rechts hin. Das Problem ist, bei der Pfanne, egal ob jetzt oben oder unten, je nachdem, wo es halt an der Kante liegt, es liegt auf jeden Fall an der Kante, oben oder unten, da muss auf jeden Fall hier die Mundharmonika dazwischen, weil sonst passt da nichts anderes mehr hin. So, hier müsste dann der Teddy hin, aber dann haben wir hier unten das Problem. Und deswegen muss die Pfanne nach unten und das dahin. Und was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht der Teddy, vielleicht auch nicht. Je ne sais pas. Ich hasse dieses Ding hier. Ich hasse es. Das ist so unförmig. Ich bin auch echt unkreativ gerade. Ach, apropos unkreativ. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, 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 ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so aussah. Aber es sieht so aus. Ja, nichts überdeckt. Irgendwas. Sehr gut. Jetzt bin ich dran. Geht doch. Ah, ich find's einfach cool. Es macht Spaß. Also gerade dieses Rätsel finde ich einfach so geil. Sehr ordentlich. Jetzt bekommt Luke seinen Koffer endlich wieder zu. Jawohl. Und komische Dreien kommen da draus. Rausgehüpft. Sollte Luft sein. Puh, endlich ist alles verstaut. Sehr schön, mein Junge. Aber jetzt, aber in der Eile kann man sowas schon mal machen. Sowas kann schon mal vorkommen. Aber so ist es wirklich besser. Los, Professor, wir sehen uns den Rest des Zuges an. Jetzt, so und so weiter. Ja, wir können noch ein bisschen erkunden, würde ich sagen. Das geht noch. Luke, vergiss nicht, dass die Suche nach der Schatzschule der Pandora oberste Priorität für uns hat. Wir dürfen uns nicht zu sehr von unserem Ziel ablenken lassen. Warum mache ich jetzt eigentlich das? Ich drücke doch eigentlich A. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen, Professor. Obwohl, vielleicht gleich doch nochmal. Wäre ganz gut. Fangen wir gleich mit der Suche an.
Luke und Professor Layton wollen den Monetary Express genau unter die Lupe nehmen. Wer ist das denn nochmal? Sagt mir gerade gar nichts mehr. Lilly. Hey, wisst ihr was? Ich hab gehört, dass die Abteile vorne im Zug total prächtig und luxuriös sind. Jeder Türknopf ist da aus Gold, mit Diamanten drauf und Perlen. Da dürfen aber nur die ganz reichen Leute rein. Also seid ihr zwei so richtig, richtig reich? Dann müsst ihr euch die Kabine unbedingt ansehen. Wir hätten eigentlich nicht mal das Zug für diesen Geld. Aber, na gut. Richtige Luxusabteile, wie? Und nur sehr vermögende Fahrgäste haben Zutritt. Wenn die junge Dame recht hat, dann beginnen dort vorne die Abteile der Luxusklasse. Ui, die würde ich ja gerne mal sehen. Die sind bestimmt unheimlich toll und haben so richtige, flauschige Kissen. Tja, das bleibt uns wohl erstmal verwehrt. So, das ist unser Abteil, unser... Was ist denn ein... Eigentlich ist ja ein Zugabteil ja eher so ein Wagen, ne? Aber wie nennt man das nochmal? Kabine? Weiß nicht. So, welche Richtung? Sind da die Luxusabteile? Oh ja, diese Unterbringung ist ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich gefällt sie meinem kleinen Liebling. Ja, ich glaube, da sind wir ungefähr richtig. Und jetzt gleich wird sie ihren Tom vermissen. Wobei, nee, noch nicht. Das kommt, glaube ich, erst im Laufe der Zugfahrt. Das war genau die Art Leute, die ich im Monetary Express erwartet hätte. Also vielleicht nicht drin, weil die ist ja gerade so reingekommen. Hat man ja im Trailer gesehen. Ja, wie auch immer. Was für eine vornehmende Person. In der Tat. Aber das ist nun einmal der besondere Kundenkreis dieser Zuggesellschaft. Wir müssen auf unsere Manieren und unserem Umgangston achten und uns ein wenig anpassen, verstehst du? Ich trage zum Beispiel schon einen Zylinder. Natürlich, Professor. Du hättest ja wenigstens mal deine komische Zacke da wegkämmen können. Oder was auch immer man damit am besten macht. Wo gibt's... Oh. Hinweismünzen, wo gibt's Rätsel? Tja. Da gibt's auf jeden Fall eine Nachricht. Professor, wollen wir nicht etwas essen? Mein Magen grummelt schon irgendwie verrückt. Ja, komm, reden wir doch mal mit ihm hier. Es tut mir unsäglich leid, werte Herren. Leider habe ich gerade keinen einzigen freien Tisch. Nun, das ist schade. Das ist ohne Zweifel, mein Herr. Dürfte ich Ihnen die Wartezeit mit einem Rätselchen verkürzen? Ja, kommt drauf an. Doch, ich denke schon, ja. Das sollten wir noch hinkriegen. Paare bei Tisch Nummer 7. 007. Vier Ehepaare sitzen zusammen im vollen Speisewagen. Jeder sitzt entweder neben seinem Partner oder diesem gegenüber. Dazu weißt du Folgendes. Erstens, die Müllers sitzen beide am Gang. Zweitens, Herr Moser mit dem buschigen Schnauzbart, dieser Kollege hier wahrscheinlich, sitzt neben seiner Gattin. Und drittens, Herr Meier sitzt seiner Gattin gegenüber. Kannst du nun sagen, wo Frau Merz sitzt? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Also es gibt nur einen mit buschigem Schnurrbart, ja? Okay, dann ist der hier also auf jeden Fall schon mal Herr Moser. Dann kriegt er ein schönes Mo. Und der sitzt seiner Gattin. Nee, der sitzt neben seiner Gattin. Also haben wir hier das Ehepaar Mose. Das heißt, hier haben wir auch schon mal ein Ehepaar. Und Herr Meier sitzt seiner Gattin gegenüber. Ja, das heißt ja, dass einer von denen, dass das hier eigentlich dann schon Frau Merz sein muss, ne? Jetzt allein schon aus den letzten beiden abgeleitet. Die Müller sitzen beide am Gang. Das heißt, das hier sind die Müllers. So. Und hier haben wir dann die... Keine Ahnung, da bleibt noch übrig die Meyers, ne? Die sitzen sich auch gegenüber. Genau, Mäh. Mäh. Und hier haben wir dann Mäh. Und, ne, den Rest könnt ihr euch denken. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was sind die Frau hier? Ich glaube, es ist eh. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, weil... Die Augenbrauen sehen buschig aus. Nee, weil hier auch die Frau sitzt, würde ich sagen, es ist E. Kreisen wir ein. Na komm. Achso, ich muss die Frau einkreisen. Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann wollen wir mal sehen.
Ah, ganz famos. Auf jeden Fall. Sogar ganz famoser. Ha, hier. Herr und Frau Moser. Ganz genau. Der schnäuzbärtige Herr Moser sitzt neben seiner Gattin, also müssen am linken Tisch jeweils beide Partner nebeneinander sitzen. Herr Meier sitzt gegenüber seiner Gemahlin, also müssen die Meiers rechts am Tisch sitzen. An diesem Tisch sitzen auch Müllers, und zwar am Gang, wie wir wissen. Ja. Genau, das ist eigentlich nur dafür, damit man weiß, wer rechts wie sitzt, aber das ist eigentlich komplett irrelevant für das Rätsel. Damit bleibt nur ein Paar, nämlich E und F, und das sind die Merzens. Das reimt sich auf eine andere Familie, die wir bald noch in Ewigkeiten in diesem Replay kennenlernen werden. Das dauert aber noch lange. Kann man Familie sagen, aber auf jeden Fall auf einen Namen, den wir noch hören werden. Ist ja richtig, die Herrschaften. Ich hoffe, das bringt mich jetzt nicht in Verlegenheit mit dem DSGVO, weil ich jetzt Kundennamen hier... Oh mein Gott, ich muss ganz schnell weg und... Ja, es ist immer noch kein Tisch frei. Ach doch, es ist gerade ein Tisch frei geworden. Ich mache ihn hier nur rasch fertig. Ja, bis gleich. Toll, ich verhungere schon fast. Sie an, der Tisch ist endlich angerichtet. Lassen Sie uns durch, ja? Mit Verlaub, werte Dame, aber leider warten diese beiden Herren hier schon mehrere... Frechheit! Wagt ihr es, so mit uns zu sprechen? Diese beiden Menschen vorzuziehen, ich bin empört! Bei aller Hochachtung, Madame, aber die Herrschaften waren nun einmal vor Ihnen hier. Er lässt uns nicht warten, hat er das verstanden? Keine Sekunde! Ach, Platz da aus dem Weg! Aber Madame... Unverschämtheit! Ich bin untröstlich, die Herren. Im letzten Wagen gibt es eine wunderbare Zugterrasse. Dürfte ich Sie herzlichst bitten, dort einige Minuten zu verweilen, bis der nächste Tisch frei wird. Ich schlage das nochmal in der DSGVO nach. Aber ich bitte Sie, mein Bester, wir haben vollstes Verständnis für das Dilemma. Wir sehen ja, dass sie es dringend nötig hat, hier zu speisen. Wir schauen uns die Terrasse an und kommen dann später noch einmal vorbei. Vielleicht finden wir da auch wieder ein tolles Rätsel und vor allem beschließen wir jetzt erstmal, die Zugterrasse zu besuchen, wie wir auch gerade schon gelesen haben. Und bevor Babette jetzt hier verhungert und wir auch noch ewig aufs Essen warten müssen, würde ich sagen, wir gönnen uns in der Zwischenzeit einen Snack und beenden erstmal diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.